Let's Play Portal Folge 3. Letzte Folge haben wir uns durch GLaDOS Testkammern ganz gut geschlagen, sind jetzt in Testkammer 17. Und ich habe ja gesagt, dass ich diese Folge ein bisschen mehr auf meinen... Der Testapparatschacht liefert einen gewichteten Begleiterkubus in 3, 2, 1. Jetzt, okay, GLaDOS, darf ich? Ja. Der gewichtete Begleiterkubus begleitet Sie durch die Testkammer. Passen Sie auf ihn auf. Okay. Ich mach das hier, weil GLaDOS wird uns hier gleich wieder ein bisschen nerven. So, auf jeden Fall habe ich ja gesagt, dass ich ein bisschen... Obwohl, ich meine, meine Stimme hört man ja ganz gut. Ich habe mir meine Videos natürlich selber angeschaut. Und ja, man hört meine Stimme relativ gut. Es ist ganz in Ordnung. Auf jeden Fall, auf jeden Fall habe ich ja gesagt, dass ich meinen Kanal so ein bisschen verändern möchte. Und was heißt verändern? Auch wenn jetzt noch keine Kommentare unter die Videos geschrieben wurden, werde ich jetzt trotzdem schon mal drauf eingehen. Jeder, der, ich bin ein Idiot. Jeder, der, trotzdem doch selber tüfteln möchte, warum mein Kanal Mustafa heißt und warum ich sage, dass es ein neuer Kanal wird. Achtung, Spoiler-Alarm, der guckt jetzt bitte nicht weiter und möge immer noch überlegen. Ansonsten sage ich jetzt, warum ich meinen Kanal verändern möchte. In erster Linie... Die am häufigsten auftretenden Symptome bei Enrichment Center Tests sind Aberglaube, Sprechen mit leblosen Gegenständen und Halluzinationen. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nie drohen wird, sie zu erstechen und gar nicht sprechen. GLaDOS, das ist alles schön, was du mir hier sagst. Aber ich möchte meine Abonnenten darüber informieren, warum ich jetzt quasi einen neuen YouTube-Kanal habe. Dann ist dein Gelaber leider nicht sehr hilfreich. Das tut mir leid. Perfekt. So. Auf jeden Fall... auf jeden Fall, ja, mein YouTube-Kanal heißt Mustafa, wie ihr inzwischen gemerkt habt, hat einfach den Grund, weil ich mir den Spitznamen Mustafa aneignen möchte, also quasi so spitznamemäßig wie Maximilian und Max. Möchte ich bei mir halt Mustafa haben. Ich weiß, mit meinem richtigen Namen, den ich nicht sagen möchte, passt Mustafa gar nicht. Allerdings ist es so, dass ich eigentlich mit meinem richtigen Namen nicht so ganz zufrieden bin. Und deshalb, und ich den Namen Mustafa eigentlich sehr schön finde, auch weil mein erster Freund, den ich hatte, Mustafa hieß. Und deshalb Mustafa. So, nicht sterben. Ja, das ist der Grund, warum mein Kanal Mustafa heißt. So, so. Das Enrichment Center erinnert daran, dass der gewichtete Begleiterkubus nicht spricht.
Sollte der gewichtete Begleiter Kubus dennoch sprechen, empfehlen wir dringend, seinen Rat zu ignorieren. Ja. So, was möchte ich an meinem Kanal verändern? Ich habe ja gesagt, dass ich, ja, dass ich meinen Kanal, einen neuen Kanal habe, habe ich ja sogar gesagt. Ja, insofern richtig, weil ich, insofern ist das richtig mit dem neuen Kanal, weil ich, nicht nur Gaming-Videos machen möchte. Also klar, mein Kanal soll hauptsächlich aus Gaming bestehen, das stimmt. Und ich habe mal wieder nicht auf die Uhr geguckt, ich bin doch ein Held. Okay, da wird auch dieser Part wieder ein bisschen länger. Oder vielleicht mache ich auch gleich 20 Minuten Parts, mein Gott, weil bis jetzt, hier ist der dritte Folge und bis jetzt hatte jede Folge 20 Minuten. So, klar, das wird uns gleich wieder nerven, deshalb sage ich das jetzt mal ganz schnell. Und zwar, soll es natürlich hauptsächlich immer noch ein Gaming-Kanal sein. Übrigens, kurz off-topic, ich habe eine gesunde Cola gefunden. Also, was hat gefunden? Die Cola ist bekannt, es soll kein Product Placement sein. Auf jeden Fall gesund im Sinne von Nährstoffen. 0 Gramm Fett, 0 Kalorien, 0 Kohlenhydrate, 0 Zucker, 0 Eiweiß, 0 Salz. Das ist ja quasi eigentlich Wasser mit Farbstoff. Deshalb taufe ich das Ganze alternative Cola. Ja, falls irgendeiner jetzt zufälligerweise dieses Video von Hand of Blood kennt, von Harry Potter und die Kammer des Schreckens, nee, und der Stand der Weisen mit dem alternativen Kaffee. Ja, das ist daher. Aber weiter zu meinem Kanal. Auf jeden Fall, möchte ich auch Real-Life-Videos machen. Das heißt, ich möchte auch filmen, wenn ich im Fitnessstudio bin. Tut mir leid, ich bin gerade an mein Mikrofon gestoßen. Ich möchte auch Videos im Fitnessstudio machen. Ich möchte auch Videos, wenn ich Urlaub mache. Ich habe jetzt geplant, im Sommer nach Marseille zu fliegen mit einem Kumpel von mir aus Kassel, mit dem Traffic Travel TV. Übrigens, Traffic Travel, falls du das Video siehst. Hi, Rudi, was geht? Ja. Und da möchte ich auch mit dem Traffic Travel TV Videos zusammen machen und die auf beiden Kanälen dann auch hochladen. Natürlich muss Traffic Travel damit einverstanden sein. Und ja, dass es nicht nur Gaming ist, weil irgendwann hängt es einem ja zum Hals raus. Also irgendwann denkt man sich so, nur Gaming, machst du auch noch was anderes in deinem Leben? Das sei hiermit getan. Ich fange auch bald einen Job an. Das heißt, die nächsten 2 Tage werden definitiv keine Videos kommen. Morgen und am Dienstag, kann ich jetzt auch mal sagen, wird nichts hochgeladen, weil ich einfach zu beschäftigt bin. Erstens Vorstellungsgespräch am Montag. Dann noch Gestaltung des Tages, 8 bis 13 Uhr, Montag bis Freitag. Dienstag habe ich einen Termin mit meinem Betreuer. Ich wohne ja betreut und wohne. Immer noch in der Nähe von Frankfurt. Und da kann ich nicht nebenbei auch noch Videos machen, ganz ehrlich. Also, das geht nicht. Und jetzt hören wir erstmal die grausame Tat, die wir jetzt vollbringen müssen. Wir müssen nämlich unseren Begleiter Kubus umbringen. Geschafft. Der gewichtete Begleiter Kubus hat Ihnen wirklich Glück gebracht. Da rein. Er kann Sie jedoch beim restlichen Test nicht begleiten. Und ah. Muss leider Sterbehilfe erhalten. Bitte bringen Sie Ihren Begleiter Kubus zur Aperture Science Intelligenznotverbrennung. Sie haben Ihren treuen Begleiter Kubus schneller geopfert als jede Testperson bisher. Herzlichen Glückwunsch. Vlados, du bist einfach ein dummes Arschloch. Weißt du das? So, ich würde sagen, die nächste Kammer machen wir noch. Und dann beende ich das Video auch. Das wird wahrscheinlich deutlich mehr als 20... Oh, ich sehe gerade, dass die Facecam jedes Mal hängt, wenn ich hier in dem Bildschirm bin. Das Experiment nähert sich seinem Ende. Das Enrichment Center gibt Ihnen folgenden Hinweis. Sie werden gebacken und dann gibt es Kuchen. Ich werde gebacken und dann gibt es... Also ganz ehrlich, ich
weiß ja, dass ich mich teilweise ziemlich doof in solchen Spielen anstelle. Aber so ein Tod muss jetzt nicht sein. Also so wollte ich jetzt nicht enden. Gladoth wollte mich ja noch backen und dann gibt es Kuchen. Nicht runterfallen, Junge! Wo geht's weiter eigentlich? Ich glaube da. Ah. Cool. Aha. Ah ja, okay, cool. So, ich hab gedacht, das ist jetzt... Okay. Okay, liebe Leute, ich würde sagen, hier ist das Ende dieses Parts. Ich würde mich über eine positive Bewertung freuen, über einen Kommentar ebenfalls. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, würde ich dir empfehlen, dies jetzt zu tun, um keine weiteren Folgen mehr von Portal zu verpassen. Wie GLaDOS schon gesagt hat, das Experiment nähert sich dem Ende. Wir sind bald bei 50% des Spiels angekommen. Und ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wann auch immer das sein wird. Bis dann. Ciao, ciao. Wow, und so schnell kann es gehen, dass man, ja, Aufnahme beendet drückt, sieht, der Part geht 12 Minuten und sich dann denkt, komm, hängst du noch was hinten dran. Ich guck jetzt auch mal ausnahmsweise auf die Uhr. Es ist 10.58 Uhr, das heißt um 11.05 Uhr ungefähr endet der Part ging 12 Minuten und dann habe ich gedacht, nee, das... Ach scheiße. So! Und schon wieder gegen das Mikro gestoßen. Yay. Was ist denn der Scheiß? Hallo? Yes! Okay, kleiner... Komm. Sehr gut. Passt das? Nein, natürlich nicht. Mann, warum denn nicht? Jetzt aber. Yes. Okay. Ohne Scheiß, es ist schwerer als man denkt. Zu hoch? Nee. Ganz getroffen. Na, sehr gut. Nee. Irgendwie willst du nicht so ganz gerade. Oh. Wer da? Sehr gut. Perfekt. So.
Einer steht, glaube ich, noch. Das Spiel hängt zwischendrin. Das tut mir wahnsinnig leid. Ich kann nichts dafür. Ich habe keine Ahnung, was das sein soll. Oder warum es hängt. Okay, ich habe tatsächlich alle. Das ist sehr gut. Weil, yes! First Try. Und das erste Mal, dass ich das auf First Try geschafft habe. Danke an den YouTuber Domtendo an der Stelle. Weil hier ist bei mir schon mal eine Maus kaputt gegangen. Weil ich mich so aufgeregt habe, dass ich einmal die Maus, bam, auf den Tisch geklatscht habe und dann die Maus auseinandergebrochen ist. Und ihr könnt mir jetzt glauben oder nicht, dass ich die Maus wirklich ein einziges Mal auf den Boden geklatscht habe. Ja. Leider kann man hier nicht wie bei Portal 1 einfach ranzoomen. Aber wie gesagt, Portal 1 spiele ich ja auch noch. Ah, fuck. Okay. So. Was habe ich gesagt? Wann endet der Part? 11.05 Uhr. Ja, das heißt, wir haben noch 4 Minuten. Ja, stimmt, die Portale haben sich ja geclosed. Ups. Ja. Wir sind fast am Ende. Hatte ja GLaDOS auch im letzten... Part hätte ich jetzt fast gesagt. So, blau. Jetzt ist wichtig, welche Portale wir setzen. Gelb. Blau, gelb. Blau, gelb. Blau, gelb. Okay, da. Da muss der blau hin. Nee, gelb. Fuck. Nein! Okay, das ist hier gerade Bastelspiel mit Mustafa sozusagen. Yes! Sehr gut. Wuhu! Beachten Sie, dass Sie beim nächsten Test nicht isolierten Elektroteilen ausgesetzt werden, die unter Umständen gefährlich sein können. Auch radioaktiv. Weitere Informationen erhalten Sie in einem unserer Seminare zu Elektrik und Sicherheit. Auch Radioaktivität genannt. Aber okay. So. Der Part ist aber nun endgültig zu Ende. Wir haben 11.05 Uhr. Ihr habt es geschafft für heute. Ihr seid durch mein heutiges Video durchgekommen. Wisst jetzt auch alles, warum habe ich mich anders benannt. Warum heiße ich übrigens, kurzer Dings, diese Testkammer, die wir jetzt sehen, sehen wir auch in Portal 2. Und zwar diese hier. Willkommen beim letzten Test. Wenn Sie fertig sind, geben Sie das Gerät im Geräterückgabekomplex ab. Laut den Vorschriften des Enrichment Centers müssen beide Hände leer sein. Bevor Kuh-Test.
Diese Testkammer sehen wir auch in Portal 2, allerdings komplett zerstört. Aber da komme ich auch in Portal 2 nochmal drauf zu sprechen. Okay, das war's, meine Freunde. Ihr habt's geschafft. Der Part ist zu Ende. Wie ich ja vorhin schon gesagt habe, über ein Like würde ich mich sehr freuen. Abonniert meinen Kanal, wenn du es noch nicht gemacht hast. Und schreib einen Kommentar. Und wie gesagt, bei 10 Likes auf den ersten Part gibt es Presentable Liberties nach Portal 2. Bis dann und ciao.